Die Firma Steiner ist ein sehr typisches, traditionelles Unternehmen aus der Region, das eben durch Eigeninitiative eigentlich aus einer Not heraus gegründet wurde. Und da sieht man, wie wichtig das ist, diese Dynamik, die entsteht, wenn man ein bisschen gezwungen ist, was zu tun. Ein Problem war natürlich die Ausdehnung im Brückstall. Dort gab es also nicht mehr genügend Flächen zu bekommen. Dann ist dieser Wirtschaftspark in Wolfpassing aufs Tapet gekommen und dann gab es erste Gespräche und dann ging alles sehr, sehr schnell. Die Eco Plus ist ja da sehr, sehr professionell organisiert. Heute in unserem Eco Plus Park in Wolfpassing ein ganz tolles Ereignis, und zwar die Firma Steiner hat hier drei Lagerhallen errichtet, gebaut, neu gebaut. Das heißt, eine Betriebserweiterung macht mich als niederösterreichische Landesrätin, als Wirtschaftslandesrätin sehr stolz, weil immer wenn ein Unternehmen in die Zukunft investiert, dann ist das ein Zeichen, dass dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich sehr, sehr gut geht und dass unsere Eco Plus Wirtschaftsparks auch wirklich die richtige Infrastruktur für unsere Betriebe bietet. Dementsprechend heute großartiger Tag, Firma Steiner, Wirtschaftspark Wolfpassing, allen Beteiligten weiterhin alles Gute. Für uns als Eco Plus ist heute ein Freudentag mit der Eröffnung des Gebäudes hier der Firma Steiner. Ist ein weiterer Beweis gelungen, dass der Wirtschaftspark hier in Wolfpassing ordentlich ins Laufen kommen wird. Und wir hoffen, dass wir in nächster Zeit bald wieder hier sein können, zur nächsten Eröffnung, zum nächsten Spatenstich oder zur nächsten Betriebserweiterung. Wir freuen uns jedenfalls schon drauf.